Läuft schon? Ja. Hallo, liebe Patienten, herzlich willkommen zu Dr. Jos Sprechstunde. Heute mit einer Sondersendung quasi, denn ich möchte euch etwas vorstellen und zwar, ich schreibe es kurz hier hin, den Nintendo 2DS. Kann man ja super lesen. Ja, geht. Das kann man überhaupt nicht lesen. Doch. 2DS. Wie in der Schule, wenn man sich verbessert hat, von einer 3 auf eine 2, geht's auch bei Nintendo los. Und das Tolle ist, er ist schon da. Hier bei mir. Dr. Jo hat den 2DS schon vor allen Japanern dieser Welt. Weil in Japan kommt er auch gar nicht raus. Aber ich muss jetzt erstmal kurz die Brille absetzen, damit ich auch besser sezieren kann. Ich habe alles mitgebracht. Schau, ich habe den alten 3DS mit, den 3DS XL zum Vergleich. Denn der 2DS kommt ja am 12. Oktober raus und ist ein bisschen anders. Aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Ich packe ihn jetzt erstmal aus. So. Er wurde auch schon mal ausgepackt, deswegen brauche ich nicht vorsichtig sein. Gibt auch keine Aufruhr quasi. Das ist jetzt quasi eine Operation. Ah, ich habe vergessen. Ich muss ja steril das machen. So. So. Also, als erstes ein Netzteil. Kriegt man überhaupt keine Luft hier drunter? Wie machen die das im OP? Netzteil. Anleitung. Machen wir das ohne. Anleitung mit Pin. Soll ich den in die Kamera halten? Nein. Ich zeige ihn einfach mal so. Also Pin, Quick Start Guide. Heftchen. Und noch eine Bedienungsanleitung mit mehreren Sprachen. 4 Stück. Die ist ja unglaublich dick. Was steht denn da drin? Braucht ein Arzt diese Bedienungsanleitung? Wo ist Deutsch? Moment. Deutsch. Deutsch gibt's nicht. Doch, muss es geben. Stand doch da. Ganz vorne bestimmt. Meinst du? Vorbereitet. Ach nee, das ist immer so. Mehrfach. Ich verstehe. Also hier vorne ist wirklich Deutsch. Nintendo 2DS mit Readpass-System. Also gestern Abend wurde das Ding ja angekündigt und ich dachte mir gestern so, was soll das? 2DS? Ein 3DS ohne 3D-Funktion, das gibt es ja auch hier schon, weil da muss man ja nur hier neben den Regler von 3D runterschieben auf Off, dann hat man das ja auch. Aber Nintendo hat natürlich wie immer was dabei gedacht, hoffe ich zumindest. Hier ist auch jemand von Nintendo im Raum, der möchte aber unerkannt bleiben. Ja, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage. Und ich zeige ihn jetzt euch einfach mal. Oh, erstmal Tupfer, hier ist furchtbar heiß. 40 Grad. So. Weiter geht's. Ich muss mal mein Operationstisch noch ein bisschen hochfahren. Damit ich mich nicht so bücken muss. So. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich mache auch gleich mal richtig hands-on, damit ihr sehen könnt, wie das in der Praxis aussieht mit dem 2DS und ob ihr den dann braucht. Ich nehme das jetzt einfach mal komplett auseinander. So, so sieht's aus und hier ist er. Ich entferne ihn aus seiner sterilen Hülle. Ich habe mich hier eben auch schon vollgemalt, siehst du das? Super. Ich dachte, du hast dich geschnitten. Nee, das ist der rote Edding. So, wo geht er an? Ich zeig's mal von allen Seiten. Mhm. Mhm. Und ich schätze mal, an dem Powerknopf geht er an. Meinst du auch? Mhm. Ich schalte ihn mal an. Hallo. Da ist er. Lautstärke auf Maximum. Super, oder? Und ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Ich werde das, während du hier drauf filmst, auch mal kurz verlesen. Und zwar, der 2DS ist auf jeden Fall günstiger. Er wird, also ich habe gestern mal einen Preis gesehen, in den USA $50 weniger kosten. Also ich denke mal, dass ihr den dann auch bei Amazon so für 110, 120 Euro bekommen werdet. Er hat kein 3D, wie ich schon erwähnte. Ein anderes Design.
und schwer zu erkennen. Man kann ihn nicht mehr zuklappen. Also nur mit roher Gewalt, aber das will ich euch jetzt nicht antun. Außerdem, und das ist cool, wie beim 3DS XL ist eine 4 GB SD-Karte drin. Könnt ihr mehr speichern. Und jetzt kommt es zu den uncoolen Sachen. Er hat nur einen Mono-Ausgang hier. Da, schau. Aber dafür gibt es ja noch den Kopfhörer. Ja, und der ist wie immer Stereo. So, und dann, was gibt's noch? WLAN, ja. Schau her. WLAN ist ja normalerweise der Regler hier. Wireless, da könnt ihr es an- und ausstellen. Und beim 2DS gibt's hier nicht. Nein. Nein, aber über Software könnt ihr das machen. Außerdem, was haben wir noch? Der Schalter für Sleep. Ja, gut. Also man kann ihn nicht zuklappen, man kann ihn ausschalten. Ja, hier, Sleep, zack, schon schläft er. Mach ich ihn wieder an. Und außerdem gibt es kein Außen-LED für die Kamera. Also hier ist ja das Außen-LED für die Kamera beim 3DS XL. Beim 2DS gibt sowas nicht, aber Kamera gibt es natürlich. So, habe ich jetzt alles erwähnt? Kann ich jetzt endlich loslegen mit Zocken? Achso, noch eine Sache. Ich habe hier die weiß-rote Version, aber das Ganze gibt es auch in schwarz und blau. Ja. So, jetzt aber loslegen. Gibt es hier noch irgendein Spiel? Ich hatte doch Verschiedenes mitgebracht. Mario Kart 7. Ihr wollt bestimmt mal sehen, wie das in Aktion aussieht hier. Kart rein. Und erstmal wieder zurück. Hilfe. Da ist es. So, Mario Kart starten ist natürlich unten wieder Touchscreen. Touchscreen. Und da lädt es das Mario Kart. Also wie euch vielleicht auffällt, die Bildschirme sind wirklich identisch groß. Ja. Also jetzt nicht genauso groß wie hier. Der XL ist natürlich noch die Premium-Wahl. Also wer wirklich jetzt 3D gut zocken will, der muss den XL nehmen, weil hier ist es ja auch nur der 2DS, ne? Also nur 2D. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Nächstes Jahr kommt übrigens der 1DS raus. Der ist dann nur eindimensional. Okay, ich fahr mal los. Voll Schläge bekommen. Mach mal ein bisschen leiser. Noch leiser. Der gute Mono-Sound. Man hört dich sonst nicht. Ist doch besser, oder? Fahren wir mal einen kurzen Grand Prix. 50? Naja, fahren wir 100 hier. So. Start. Jetzt kriegt ihr heute mal wirklich eine Spielstunde. Normalerweise packt der Onkel Jo den Scheiß ja nur aus. Heute wird gezockt. So. Rennen starten. So. Also vom Handgefühl her liegt er gut in der Hand, muss ich echt sagen. Problematisch wird es erst, also wenn ich versuche, den hier in die Tasche zu kriegen. Aber so im Doktorkittel geht's. Ja. So in der Kindertasche wird es vielleicht ein bisschen eng. So. Es ist komisch, wenn hier so viele Bildschirme an sind. Na, das war ja schon mal ein super Start. Ich fahre auf den, falsches Pad. Ich fahre auf den 5. Platz vor. Habe einen roten Powerpilz, den schieße ich hier oben ab. Ja, da gebe ich ein bisschen Gas. So. Reicht aber nicht. Mann. Fetter. Oh, eine Banane. Du musst auch driften. Nix trifft. Oh, abschießen muss ich die. Oh, jetzt haben sie mich hier platt gemacht. Das gibt's doch nicht. 5. So wird das nix mit dem 1. Platz. Oh nee, ne? Aber ich sag's dir, ich werde sie alle in der letzten Runde spätestens überholen. Das ist jetzt eigentlich ganz schön langweilig zum Zugucken, ne?
Sie wollen bestimmt alle selbst auch spielen. Sau, mein Freund. Das war's. Niemand legt sich mit Mario an. Und jetzt fliege ich! Der klingt wie du. Wo kam denn der jetzt her? Mann! Ah. So, Turbo! Zweiter! Erster! Noch eine Runde! Jetzt darf ich nur nicht wieder zurückfallen, dann habe ich es geschafft. Es geht hier ja auch nicht um meine Spielkünste, sondern darum, dass ihr hier seht, wie unglaublich famos. Ah, jetzt ramm ich dich. Ich hab sonst den Schwanz da genommen. Unglaublich famos die Bildschirme aussehen. Da könnt ihr jetzt tatsächlich auch für ein geringes Entgelt die 3DS-Spiele zocken. Halt nur in 2D, aber naja, also der Regler, der war ja schon oft bei mir zumindest in Gebrauch, muss ich gestehen, dass ich es ausgestellt hatte. Nein, jetzt überholt er mich noch. Nein, nein, auf der Zielgerade. Platz 1. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, jetzt habt ihr den schon mal in Aktion gesehen. Ich zeig nochmal kurz, also hier oben ist die Karte drin, wie ich sie rausnehme. Ich halte es nochmal kurz beenden hier. Ja, beenden. Zeige ihn euch nochmal von allen Seiten. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr wollt, ob ihr ihn wollt oder nicht. So, Daten werden gespeichert, Software wird beendet. Das ist wie wenn ich abends ins Bett gehe. Jetzt kann ich hier die Karte rausnehmen. Zack. Das ist der Schlitz. War es schon scharf bei dir? Ja. Ehrlich, weil ich habe bei der letzten Folge, bei der letzten Ufrobe-Folge, mein Lieber, da ist mir nämlich aufgefallen, dass die ganze Zeit unscharf war und es lag nicht an mir. Ja. So. Hier, ich zeige einfach nochmal alles. Das ist das Anschlusskabel zum Aufladen, die Schultertasten ein bisschen anders platziert. Aber wie gesagt, also für große Hände ist das echt nicht verkehrt. SD-Karten-Slot, hier haben wir noch den Stift. So, jetzt haben wir hier den Sleep-Regler, den habe ich euch ja gerade schon präsentiert, was bei den anderen durch pures Zuklappen funktioniert. So, dann haben wir hier noch das Mikrofon, Lautsprecher, alle Tasten im Grunde identisch angeordnet, wie zuvor auch. Und hier neben noch den Lautstärkeregler und hinten drauf, aber das könnt ihr bestimmt gar nicht sehen, sieht man nur gegen das Licht, da steht noch ein graviert quasi. Nintendo 2DS Consumer Service. Wahnsinnig spannend. Ich kann mich kaum noch am Operationstisch halten. Und ja, das ist er. So wird er aussehen. Erst in, wie lange ist es noch? 2 Monate sind es fast, naja, anderthalb. In 6 Wochen im Handel. Heute schon hier vom Laster gefallen. Ich freue mich sehr. Hat mich gefreut, dass euch auch das gefreut hat. Freu. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Einfach hier draufklicken, abonnieren. Bis dann. Tschüss. Und ich werde jetzt noch ein bisschen zocken. Ohne euch.